Hallo YouTube, Games on Tables wieder hier und wir spielen wieder eine Runde Epic. Und zwar haben wir jetzt endlich alle vier großen epischen Schiffe, also den Raider, den Gozanti und den Transporter und die Tentive CR90. So, und weil das Spiel nochmal X-Wing heißt, spiele ich TIE Fighter. Ja, und ich X-Wing. Also ein klassisches Duell zwischen TIE Fightern, X-Wing vs. TIE Fighter. Ja. Und auch noch auf eine Stufe höher. Mit großen Schiffen dazwischen. Und also ein bisschen Cross-in-Time sind dann noch der T-70 dabei, die die Variante des X-Wings sind. Und zweimal der TIE FO, die die Variante des TIE sind. Ja, und was ist besser als viele TIEs? Schiffe, die noch TIEs ins Feld schmeißen. Also wir probieren ganz viel von dem neuen Zeug aus, weil ich im Wesentlichen, das ist ja der Gozanti für das Imperium der neue. Also ich habe einen Hangar, ich schmeiße da dann zwei TIE Fighter später im Spiel wahrscheinlich noch raus. Und verschiedene, diese spezielle Waffe von dem Knecht habe ich drauf, der hat eine Turret. Also verschiedene Sachen, Optionen, Elite-Piloten von dem FOs, den teste ich auch gleich noch mit hier, das aufgedreht und die Finte. Genau, der Juke. Genau. Klingt einfach besser. Ja, wollte Juke irgendwie so mehr ausweichen. Also ja gut, Finte, passt schon. Ja, ist passt schon. Von daher... Ich glaube, wir können einfach direkt loslegen. 400 Punkte listen wie immer unten in der Beschreibung und dann freuen wir uns auf ein schönes Gemosche. Definitiv. Klassisches Duell. Fangen wir damit an. So, Turn 1 beginnt. Ich habe mich relativ zentral und rechts aufgestellt mit meinen TIE Fightern und die kleinen Pilotenwert 3er, die ich gespielt habe, stehen zwischen den großen Schiffen. Einziges Schiff, was ich auf der linken, ganz linken Seite habe, ist Backstabber. Jo. Damit er auch in den Rücken kommt, um dort zu stabben. Genau, das Beste, was er machen kann. Genau, ansonsten habe ich halt, wie gesagt, die drei Kleinen da bewegt. Ja, bei mir hingegen, da alles Pilotenwert 4 hat, habe ich mehr oder weniger mich auf zwei Flanken verteilt. Von hier aus gesehen links ist ein Rot-Veteran und Rot-Pilot zusammen mit Red Ace, der sich da etwas... zur Seite positioniert hat, am Backstabber gegebenenfalls abzufangen. Im Zentrum habe ich zwei X-Wings, also im Flügelmann-Design vorne normal Red, hinter der Red-Veteran, um dann natürlich auch in der Flanke unterstützen zu können. Und auf der jetzt rechts Außenseite kann man sehen, auch wieder ein normal Red und Red-Veteran und hinten gefolgt von Wes. So, da ist der benannte Backstabber, der einfach erstmal an der Flanke Gas gibt. Ja, und direkt im Gegenzug auch Red Ace, der jetzt erst einmal auf Backstabber zufliegt. So, jetzt habe ich hier einen TIE-Schwarm. Das ist Dark Curse, erkennbar an der Bemalung. Daneben müsste Mola Mithil sein. Daneben Scorch. Das da ist Omega Ace, mit dem, wenn er Tagelock und Fokus ausgibt, kann er alles zu Crits drehen. Er hat Push the Limit. Das da ist Zeta. Leader, also Stress nehmen für einen extra Angriffswürfel, und das ist Howlrunner an den roten Bloodstripes zu erkennen bei mir. Ja, also einmal im Grunde eine schön bunte Mischung aus Elite-Piloten mit schönen neuen Werten. Genau, das ist Pilotenwert 6, 7 und 8. Also schön hoch, schön zuerst schießen und halt mitunter hohe Angriffswürfelzahlen trotz TIE Fighter. Ja, das ist sehr, sehr schön und hat auch ein sehr, sehr hohes Bedrohungspotenzial für die Schiffe, die da stehen. So, mein erster Move mit dem Gozanti, also den ersten, den ich jemals mit dem Gozanti gemacht habe. Ein kurzes Stück nach vorne und er macht Verstärken und ich habe noch überlegt, ich glaube, ich habe ein Koordinieren auf den TIE Fighter drüber gemacht, dem Evade gegeben. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, du hast auf jeden Fall ein, ich denke, Verstärken genommen, deswegen hast du es vorne hingelegt. Ja, aber ich habe ja das Upgrade, dass ich zwei Aktionen habe. Wenn ich eine Nicht-Verstärken-Aktion mache, darf ich danach für eine Energie eine freie Verstärken-Aktion machen. Ja, deswegen erst koordiniert und dann die freie Verstärken bekommen. Und dann der Raider, der sich jetzt bewegt hat. Der natürlich von sich aus zwei Aktionen hat, ohne Ausrüstung. Genau. Ja. Der guckt mal, ob er einen Tagelock hinkriegt. Ich habe kein Sensorteam drin, das heißt, ich habe nur 1 bis 3 Range für Tagelocks. Gibt auch ein Evade an den kleinen Teil und gibt sich ein Verstärken nach vorne. Oben der Transporter hat sich auch etwas bewegt und sich erstmal nur in der Front verstärkt. Er hat leider nur eine Aktion, außer durch den Kommsbooster mehrere möglich. Die Tentive hingegen, wobei nicht Tentive in dem Fall, sondern die Janna's Light, positioniert sich so, dass hinterher Breitseiten natürlich abgefeuert werden können. Es bleibt wahrscheinlich nicht aus, dass wahrscheinlich der Gozanti irgendwie in den Weg fliegen kann, einfach aufgrund der Position und der langsamen Manövergeschwindigkeit der Schiffe.
Ich habe das Glück, durch Sensor Team, was ich habe, einen Target Lock auf Reichweite 5 durchführen zu können. Genau, dadurch hast du jetzt den Raider und den TIE Fighter in Zielerfassung. So, der Raider fängt jetzt an zu schießen auf den Transporter, aber erster Schuss geht schon mal daneben wegen Verstärkung. Zweiter Schuss macht dafür dann aber ganze 2 Schaden. Ja. Dann habe ich noch einen Single Turbo vorne. Genau, der einfach mal meine Verteidigungswerte von 0 auf 0 verdoppelt, genau. Und 3 Schaden einfach reindrückt. Ja, da merkt man auch schon so ein bisschen, dass so ein Transporter, wenn da in der Front mit der Laserkanone da drauf geschossen wird, dass der nicht lange zu lachen hat tatsächlich. Nee, da ist dann eher Easy Rider. Ja, kann man so sagen. So, da kommt die Jenna's Light. Feuert auch jetzt die vier Links, nicht die vier Links, sondern den Single Turbo Laser auf den Raider ab, der natürlich im Tagelock ist. Ja, kriegt einen Schaden. Ja, ich denke, ich habe überlegt, Tagelock, ob ich es halt liegen lasse oder nicht. Ich habe nämlich auch noch Han Solo drauf. Mhm. Das heißt, ich könnte Fokus drehen, indem ich das Tagelock ausgebe, genau. Oder halber alle, die kein Fokus sind, neu rerollen und somit mehr Schaden zu erzielen. So, dann mit 1 Energie mehr feuere ich auf den TIE Fighter mit 5 Schuss. Ich habe eine Energie. Nee, das war auf den Raider. Das war auf den Raider? Ja, und hast 4 Hits, also 3 Schaden gemacht. Okay, hast recht. So, ja, in der Runde schmeiße ich jetzt Carlos Streaken aus, der mir erlaubt, bis zum Ende der Phase Pilotenwert 12 zu haben. Genau, wir betonen jetzt hier nochmal das mit der Phase. Wir haben es im Spiel leider falsch gemacht mit der ganzen Runde. Ja. Man muss darauf achten, es ist nur die Phase, nur die Bewegungsphase. Ja, das ist, wäre in der Situation dann nett zu sehen, wie du fliegst, aber ich habe leider zu wenig Bewegungsfixing. Genau, das ist eher ein Teil, wenn du viele A-Wings spielst oder T-70, irgendwas, was halt die Bewegung noch anpassen kann. Ja, sich in die Flanke drehen können oder ähnliches. Das ist uns leider etwas abhanden gekommen. Ja, aber nicht so viel. Der ganze Schwarm bewegt sich nach vorne, bildet da schon so ein Empfangskomitee. Fliegen halt alle mit Fokus. Jetzt bin ich noch mal überlegen, ob ich mit Omega Ace wirklich die Doppelaktion mache, da du ja Wes Jensen auf der Seite spielst, also mit Tennis ja was klauen kannst. Aber da habe ich mir gedacht, ach komm, irgendwas willst du eh klauen. Jetzt nehme ich einfach beide Aktionen, dann entweder klaust du ihm etwas, dann hat er immer noch Fixing, um normal zu schießen. Mhm. Oder du klaust bei einem anderen was, dann kann er richtig Crits rausdrücken, bringe dich also da in so eine kleine Drucksituation. Ja, die Drucksituation ist natürlich ein Mindgame dann. Ja. Na, wo man natürlich mitzuarbeiten hat und die Entscheidungen, die man trifft, könnten halt einige Bedeutung haben, so in der Schussphase vor allem. So, da ist die X-Wing über ein Trümmerfeld geflogen, hat aber keinen Schaden bekommen, trotzdem den Stress. Ja, Gott sei Dank, also nur den Stress ist natürlich nicht unbedingt schön, aber damit arbeiten kann man ruhig. So, Backstabber steht halt am Rand, wird jetzt gleich wahrscheinlich dann von dem Ace da beschossen. Nächsten Schiffe bewegen sich nach vorne. Jo, jetzt natürlich mit dem Wissen, Pilotenwert 12, volle Kanüle Gas gegeben, damit ich halt auf Reichweite 1 boosten kann. Die im Zentrum und außen, die Red Veterans haben Jagdinstinkt, das heißt, sie können von sich aus einen Würfel wiederholen gegen Pilotenwert 1, 2 oder niedriger sogar 2. Ja, aber Pilotenwert 2 ja, gibt es gerade nicht. Ja, aber in der Hoffnung, wenigstens einen Würfel zu wiederholen bei 4 Angriffswürfeln ist schon schön. Ist technisch gut. So, der Gozanti ist wieder dran. Fliegt eine 2 geradeaus. Er wird schneller. Ja, er kriegt langsam Schwung. Versucht einen Tagelock zu nehmen, klappt nicht. Aber ganz knapp war es in dem Fall. Oder nee, das war glaube ich stören wollte ich oder sowas. Kann man okay, stören kannst du ja nur auf Reichweite 2. Ja, ich habe mir da die Ausrüstung für gekauft, dass ich stören kann. Tagelock, wie man sieht, passt. Also es war nämlich nicht Reichweite 2, aber es war Reichweite 3. Okay, für Tagelock halt. Genau. So, der Raider dreht rein und bringt damit sein Heck in Schusswinkel. Und sein Heck hat schöne 2 Angriffsraketen ausgerüstet. Ich habe direkt die Ordnance Tubes ausprobiert, die bei dem Gozanti dabei sind. Und werde jetzt natürlich mit dem Waffeningenieur, Waffentechniker 2 Tagelocks mir gönnen. Ja. Und diese Tagelocks auf die beiden X-Wing verteilen. Ja, verständlich. Also das hat natürlich auch zum Aufstellen für harte Kopfarbeit gesorgt, da diese Angriffsraketen, die ja quasi unendlich Munition haben, ja, die Möglichkeit haben, einfach so eine Formation zu sprengen, wenn der Raider sich auch dreht. Und die Situation hat sich nur angeboten. Front auf die Tentive, also Jenna's Light, Verzeihung. Optional Transporter, der ist immer noch im Sichtfeld. Optional Transporter und dann halt die Seite mit den Angriffsraketen halt, um die eigenen Jäger zu unterstützen und einfach wirklich bösen Schaden möglich raushauen zu können, einfach durch die Explosionen, die entstehen. Genau. Wer es vielleicht schon in vergangenen Epic-Videos bei uns gesehen hat, ist es
tatsächlich auf meiner Seite eine recht bewährte Taktik gewesen, relativ fokussiert eine Flanke zu gewinnen und von dort aus dann einen Pac-Man zu machen und sich über das Spielfeld zu arbeiten. Mhm. Und auch das ist quasi hier wieder der Plan. Deshalb der starke Teichschwarm auf der linken Seite, nur so ein paar Störelemente, die dich beschäftigen. Mhm. Da verteilst du jetzt Stress mit Störsender? Ja, ich kann aufgrund meines Titels die Duty Free das auf Reichweite 3 machen. Ja. Dementsprechend kann ich halt schon, in dem Fall war es Zeta Leader, nicht Ace. Zeta Leader ja. Und Hallrunner kriegen jetzt Stress. Zeta Leader halt 2, Hallrunner 1 durch eine Ausrüstung, die glaube ich noch hat. Genau, das war der noch ein extra Störsender, genau. Der, wenn ich eine Störsenderaktion mache, einen Stresspunkt an ein weiteres Schiff in Reichweite 1 abgeben. Genau. So, da kommt der erste Schuss und auf den Backstabber, der mit Ausweichmarker komplett sagt, ist mir egal. Ja, da ist nicht viel passiert. Dann mein Red Veteran mit Jagdinstinkt, 3 Schaden, das ist natürlich sehr schön. So, kriegt einen Crit, ich weiß nicht mehr welchen, kann sein, dass der Pilot eine 0 gekriegt hat oder so ein Quark. Er lebt auf jeden Fall noch. Er lebt auf jeden Fall noch und kann noch schießen. Und der X-Wing feuert dann auf den Guzzanti, weil er den Teil nicht gesehen hat. Ja, hat ein Schild gezappt, glaube ich. Ja, und nicht großartig viel mehr Schaden gemacht. So, 4 Angriffswürfel. Das war jetzt, glaube ich, auf den Tai, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oder ich vertue mich gerade ganz. Du bist gerade bei der Janus Light. Bei der Janus Light, genau. Die auf den Rider schießt. Ja, mit 5 Angriffswürfeln. Waren sehr böse Angriffswürfe jetzt. Ja. Also du hast da ein paar Crits auch dabei gehabt. Ich habe die Reihenfolge der Crits nicht mehr im Kopf, aber ich glaube am Anfang ist nur, ich generiere Energie weniger. Ja, und das kann halt im Laufe des Spiels schon ärgerlich genug sein. Ja, ist nicht so nett. Aber das Schöne ist, ich habe eine Energiesparausrüstung. Dadurch, dass ja die Ordnance Tubes, also die Angriffsraketen, keine Energie zum Schießen brauchen, sondern nur Target Locks, habe ich als einziger Energieverbraucher die Primärwaffe und den Single Turbo. Das heißt, ich brauche maximal 4 Energie pro Runde. Und habe noch etwas Reserve gerade. Ja, das heißt, da ist im Grunde kein Problem. Jetzt geht natürlich die Flanke weiter. Ich versuche, Schaden auf den Tai zu fahren. Entweder ich bringe ihn jetzt um oder du heilst ihn. Jetzt natürlich im Hinterkopf, du hast Angriffsraketen. Wenn sie mich treffen, explodieren sie. Wird der Pilotenwert 3 da in der Mitte natürlich durch die Explosion ebenfalls verändern. Ja, der ist jetzt auf einen Lebenspunkt runter durch die Angriffe. Er lebt zwar noch und ich gehe davon aus, mit der Angriffsraketen zu treffen, da ich zusätzlich, glaube ich, noch die Ordnance-Teams drin hatte, dass ich dann einmal Sekundärwaffe fixen kann. Ja, da ist ein typischer Howrunner-Wurf von mir. Ich habe einen Evade und Würfel Augen. Ich habe ihr mal nicht ein Schild gekauft, dass sie noch lebt oder so. Sie lebt auf jeden Fall noch so gerade. Und ich glaube nicht, dass es am Crit gelegen hat, dass sie jetzt noch steht oder noch irgendwas bekommen hat. Aber ich habe natürlich versucht, das Feuer zu fokussieren, ja, damit sie jetzt weg ist. Genau, da ist sie weg. Hat also kein Schild-Upgrade, weil da bin ich dann doch 2 ausgewichen. Ja. Ne, wäre jetzt Karl Streakin nicht so stark, wie es hier wäre, hätten natürlich alle Teils noch ihre Wiederholungswürfe und ich hätte wahrscheinlich ein Riesenproblem. Ja, weil ich zuerst geschossen hätte. Ja, ich komplett. Hätte dir da wahrscheinlich dann die eine oder andere schon abgeräumt. Aber naja, passiert, ist weniger schlimm. Howrunner ist ein immer einkalkulierter Verlust. Ja, leider eigentlich. Ne? Ja, aber es ist nicht so dramatisch tatsächlich, weil die Schadens... Verursacher sind noch da und Howrunner ist ja nur das Fixing für den Worst Case, dass du, wenn du richtig schlecht würfelst, halt das noch verbessern kannst. Mhm. Und wenn man halt einfach gut würfelt, dann ist es nicht so schlimm. Ja, ja, da wird jetzt noch weiter geschossen. Im Zentrum und nehme einfach durch West-Fähigkeit von Omega Ace. Mhm. Ich vertausche sie immer. Ja, ich bin auch nicht ganz so fit, aber es ist Ace. Der ist Ace, den Fokus weg, damit schon mal seine Fähigkeit nicht kommt. Also auf Reichweite 1 mit 3 Angriffswürfen einfach 3 Crits hinlegen. So, jetzt kommt der Zeta Leader, der halt nur 2 Würfel werfen darf, gibt seinen Fokus aus, macht 2 Schaden, du weichst 2 aus, passiert nichts. Jo, erst einmal lucky for me, dass Zeta halt so Stress hat für seine Mauler Missile, Range 1, freut sich drauf, 4 Würfel, 3 Blanks, 1 Hit. Macht auch den Schaden. Immerhin, aber es sind 3 Blanks, 1 Hit bei 4 Würfeln. Das ja, das mit dem Fokus daneben liegend ist das traurig. Das stimmt schon. So. Der hat jetzt seinen Tagelog ausgegeben, würfelt, hittet, tritt. Da kommt ein bisschen was durch. Ja, ein Schaden, um genau zu sein. Und dadurch kommt Scorch, der dann mit dem... Ah ne, der Würfel schießt noch auf die andere. Ja, es haben alle genau, noch Schilde. Genau, die haben noch Schilde gehabt, das hat nicht ein extra Würfel. Drückt noch ein bisschen Schaden. So, und somit ist auch der Red Veteran gerade alle seine Schilde los. Ja. Hat aber noch keine Schadenskarte. Und kommt damit noch relativ
sicher von davon. Der Curse kriegt nur einen Hit hin, also ein Crit wird ausgewichen mit dem Fokus. Jetzt kommt der Raider, Angriffsrakete Nummer 1. Ist in Reichweite? Ist in Reichweite, genau. Ich habe da Reichweite 2 gemessen, ob es nicht zu... Reichweite 3 muss ich ja messen. Eigentlich, egal, ist in Reichweite. Schießt, trifft zwar nur minimal, aber trifft, verteilt Schaden, sogar an dieser einen X-Wing da oben, an den beiden, die da nebeneinander stehen und am Transporter ein. Ja, also überall Schadenskarten, das sind einfach mal 1, 2, 3, 4 Schadenskarten, wenn man sein eigenes Schiff noch mitzählt. Genau. Die zweite Angriffsrakete muss halt auf die andere X-Wing gehen, weil wir keine nicht 2 Tageslock aufs gleiche Schiff setzen, außer man heißt rote Linie. Ja, das ist... ist ein besserer Angriffswurf, macht direkt 3 Schaden auf diese X-Wing, plus den Schaden im Umkreis und da sogar auf meinen TIE Fighter, glaube ich. Jo, der TIE Fighter, den hat es auch erwischt, aber da der noch keinen Schadenskarten hatte, ist der jetzt ja, dem Gott sei Dank nicht egal. Jetzt kommt, glaube ich, die Primärwaffe auf den Transporter. Ja, der vorne ziemlich offen ist. Keine Schilde, kein gar nichts in dem Sinn. Selbst keine Aktion gemacht, die ihn verstärkt oder auflädt oder etwas in der Art. Sodass natürlich jetzt die Schadenskarten, die kommen. Okay, dann da. Entweder war es jetzt der Single Turbo oder du hast vergessen, Ausweichwürfel zu werfen? Das war der Single Turbo. Da kommen und Ausweichwürfel. Jetzt kommt der Ausweichwürfel, aber im Grunde kommt der zweite Angriff und puff! Ja, ein Transporter in Anführungsstrichen Front gegen einen Raider, der einen Single Turbo Laser hat, der bleibt leider nicht lange stehen. Nee, manchmal noch kürzer. ja, das ist die gewalte Macht des Imperiums. Ja, ich habe wenigstens einmal die Fähigkeit Störsender nutzen können und ja, das gegen Zeta. Das ist schon gut. Das ist ziemlich gut, einfach damit er seine Fähigkeit nicht nutzen kann und mehr oder weniger gezwungen ist, grüne Manöver zu fliegen. Macht zwar jetzt nicht unbedingt die Punkte wett, aber die ganzen Schüsse, die ich gegen Transporter gesetzt habe, sind jetzt noch nicht gegen die Corvette gegangen, die selber ja Schaden verteilt. Ja, das ist diesmal ein Schadensbild, also wirklich ein böser Schadensbild mit Waffentechniker Hans. So, jetzt haben wir noch einen kleinen TIE Fighter, der schießt und du weißt aus, ich glaube, da kommt nicht wirklich viel rum. Nee. Und wir springen in die nächste Runde. Jetzt wieder alles nach Pilotenwert fliegen. Und schießen. Und schießen. Und der TIE Fighter bewegt sich jetzt erstmal vor die X-Wing, er tarnt sich quasi. Tut jetzt mal so, als wäre er auch eine X-Wing, um die Rebellen zu verwirren. Es sieht schön aus. Also eine schöne Mini-Formation, die jetzt spontan gebrochen wird. Ja, und durch, da kommt eine Talon Roll. Ja, ein sehr angenehmes Manöver tatsächlich. Ja, für mich tatsächlich ebenso angenehm, da ich mit dem Fokus da stehe und du halt durch den Stress. Ja, nicht. Also ich habe den Jagdinstinkt. Immerhin. Ja, das muss nicht unbedingt besser sein, aber immerhin habe ich den Jagdinstinkt, mit dem ich arbeiten kann für einen Würfel. Und so, da ist ein Bump. Ja, da hat sich der TIE Fighter perfekt getarnt. Oh ja. Und wenigstens einen der X-Wings dazu gezwungen, in ihn zu bumpen. Der Veteran fliegt einfach rum, möchte weiter reindrehen und jetzt in der Zukunft auf den Raider schießen können. Also auf der anderen Seite, er fliegt einen U-Turn. Ja, damit er sich natürlich jetzt auch in den Rücken der X-Wings stellen kann. Das ist ein völlig sinnvolles Manöver. Ja, ist halt, ne? Na, es ist ein TIE, der darf das ruhig machen. Ja, also, hat sogar da ein Ziel auf Reichweite 1. Mal gucken, was der veranstaltet. So, Backstabber macht auch einen U-Turn. Ja. Da musste ich auch tatsächlich lange überlegen für das Manöver, weil ich nicht sicher war, wo halt das Ace hinfliegt. Ja. Und es dreht tatsächlich ab. Ja, ich hatte mir gedacht, im Sinne von, wenn ich jetzt reindrehe, ja, kann ich gegen Backstabber schießen, aber meine fast 30 Punkte gegen 16 Punkte im Laufe der Schlacht sind so, ja, fast schon, ja, man kann sie vergessen. Dann wird Red Ace großartig nicht mehr am großen Kampfgeschehen teilnehmen und das ist natürlich schade. Ja. So, ich baue Stress auf und ab. Also, da Curse macht eine Wende, Omega Ace baut den Stress ab, da bin ich mal überlegen, was für Aktionen mache ich. Mache ich 2 Aktionen? Wie kann ich gleich den Stress abbauen, wenn ich 2 Aktionen mache? Entscheide mich dafür, nur eine Aktion zu machen. Dann kommen hier noch ein paar schöne U-Turns von Mauler Miffel, der perfekt drumherum passt. Scorch, der sich darüber stellt, um einfach Wes zu bedrohen. Ja, und das sogar ziemlich effektiv, ja, wenn man die Position bedenkt. Plus das Reindrehen von Zeta Ace, der mit einer Zweierecke ja auch wunderbar grünes Manöver hat. Hätte auch banken können, hab die Ecke probiert und die Ecke war auch die richtige Wahl, denn du bist reingebannt. Ja, ich wäre da ein bisschen sauberer noch gewesen oder ein bisschen mehr für mich an der Seite, dann hätte es West sogar um ihn geschafft,
Aber der Bank war genau das richtige Manöver, um halt ihn zu banken. Ecke, nicht banken. Meine ich doch, um halt ihn bumpen zu lassen, wollte ja. ich sagen. So, der Gozanti ist geflogen. Und jetzt überlegt sich der Gozanti, fire everything. Also, Teilfalter rausschmeißen. Bin überlegt, mit welchem Manöver. Denn ich will ja nicht an der einen X-Wing hängen bleiben, ich will ja eigentlich über die drüber und die T-70 bearbeiten. Ja. Wunderbare Actionfigur-Movement auch. Ja, habe mich für die Zweierbank entschieden und stelle fest, dass es so gerade eben nicht passt. Also bleibt der TIE Fighter da hängen. Habe aber jetzt das Wissen, okay, Zweierbank passt nicht, dann nehme ich halt für den anderen die Dreierbank. Muss ich eigentlich auch, wenn ich den rausschmeißen will, denn wenn er sich nicht platzieren kann, ist er zerstört. Ja, und das ist dann halt ärgerlich. Wenn man jetzt bedenken kann, die Dreierbank passt sehr gut, nachdem wir natürlich wieder alles also markiert haben. Sie geht über den ersten drüber und passt so gerade eben vor die T-70. Sie bumpt nicht rein. Ja. Das war echt eng. Aber selbst wenn, hätte er halt drin gebumpt, hätte wahrscheinlich keinen Schuss gehabt, die Runde, aber hätte eine gute Position. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, du hast einen Titel eingebaut, der, also wenn es ein Titel war, der deine Pilotenwert auf 8 erhebt. Richtig. Und somit einfach plötzlich out of nowhere, naja, nicht ganz out of nowhere, die sind ja vom Gozanti gestartet. Genau, da störe ich die T-70 noch kurz. Ja, die TIE Fighter, die eigentlich Pilotenwert 3 haben, werden halt jetzt mit Pilotenwert 8 rausgeschmissen. Wieder so das Konzept, ich möchte zuerst schießen, zuerst Schaden anbringen, um eventuell zu vermeiden, dass du zurückschießt. Ja, und es sieht auch ziemlich gefährlich aus, weil jetzt neue Verstärkung da ist und ich natürlich keine Verstärkung irgendwie auswerfen kann. Richtig, und der Raider hat jetzt ein neues Ziel vor Augen. Ja, die Jenna's Light da vorne. Und die Angriffsraketen, die immer noch natürlich in die Flanke schießen können. Genau, die Angriffsraketen schießen immer noch nach rechts rüber. Da stehen ja wieder zwei X-Wing nebeneinander. Die dritte ist vielleicht auch noch in Reichweite um meinen TIE Fighter. Ich bin Imperialer, mich interessiert TIE Fighter-Piloten nicht wirklich. Ja, das ist... Die sind da draußen, die machen ihren Job. Wenn sie dabei sterben, ist das Teil des Jobs. Ja, das steht zwar nirgendwo in der Jobbeschreibung, aber so ist es nun mal. Ja, die Jenna's Light dreht jetzt ein. Ich habe gelernt, nicht frontal auf den Raider einzufliegen, sondern einzudrehen und die komplette Bewaffnung feuern zu können. Ja. Breitseiten. Da sieht man aus den vergangenen Videos dann auch die Lernkurve. Ja, das ich habe mir so ein paar Sachen gemerkt. So ist es ja nicht. Und frontal auf den Raider einfliegen ist generell irgendwie unangenehm, habe ich beim Transporter gerade auch gesehen. Ja, zumal du darfst ja nicht zu nah ran. Wenn du innerhalb Reichweite 2 bist, kann ich immer noch meine Primärwaffe rotzen, aber für dich fehlt Primär- und Single-Turbo aus. Mhm. Du hast zwar dann die Cord-Laser vorne und hinten, aber die machen jetzt nicht so den Mega-Schaden. Nee, also nicht gegen große Schiffe, das ist so der Punkt. Gegen kleine kann man sagen, da sind die sehr effektiv, ja. Aber natürlich die Antischiffsbewaffnung ist auf hoher Reichweite. So wie wir jetzt aufeinander schießen können, ist das für dich eine 5 Würfel Primärwaffe und ein Single Turbo auf den Raider und der Raider schießt 2x4 Würfel und 3x4 Würfel im Grunde zurück, Single Turbo und 2x die Primärwaffe. Ja. Folglich würfeltechnisch immer noch gut für die imperiale Seite. Aber abgesehen davon, Überlegungen, was die großen Schiffe an Schaden machen können, schießen natürlich jetzt auch die Kleinen aufeinander. Der ja Red Veteran hat schon Schaden bekommen, kriegt seine ersten Schadenskarten und ist jetzt am Rande des Todes. Ja, Wes feuert auf den TIE Fighter da hinten. Ja, einfach Marker sappen. Das ja, den gibt er aber eh aus, um auszuweichen. Ja, von daher einfach drauf schießen, damit der Marker weg ist, weil was Besseres hat Wes gerade nicht in Sicht. Genau, ja, jetzt, Wes hat noch keine Schadenskarten, das heißt, ich fange mit den kleinen Mauler Mithil an, genau. Um Schilde zu zappen, ja. Und da kommen, glaube ich, dann Schadenskarten, oder? Also wir werden es jetzt sehen an der Anzahl der Würfel. Scotch genau. Hat jetzt 3 oder 4 Würfel, er hat 4, also ist jetzt eine Schadenskarte auf Wes drauf, zack, puff, Wes weg. Ja, da sieht man dann auch das Schöne, dass Scotch richtig auspacken kann für einen TIE Fighter. Mauler Mithil und Scotch, beide kosten nur 17 Punkte ohne Equipment. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Crackshot gegeben, eventuell, wenn überhaupt. Du hast irgendwen einen Crackshot gegeben. Ja, ich meine schon gerade. Ich meine, sie haben halt einen Elise-Piloten-Slot. Das heißt, sie sind prädestiniert dafür, für einen Punkt sich diese übertriebene Ausrüstungskarte namens Crackshot, also meisterhafter Schuss, zu gönnen. So, da wird ein TIE Fighter abgeräumt. Ja, ja, das ist halt das Pech der TIE Fighter, wenn die grünen Würfel nicht so, wollen, dann platzen sie. Das sind wir beim Raider. Der schießt eine Angriffsrakete in das X-Wing-Cluster. Er macht Schaden damit. Ich habe die Leerseite gedreht, wegen meinem Team, das ich ausgerüstet habe. Kann ich für
eine Energie oder einmal pro Runde generell? Für eine Energie kannst du, wenn du mit einer Sekundärwaffe feuerst, eine Seite genau. in einen Hit drehen. Dadurch mache ich ordentlich Schaden an dieser X-Wing plus den Schiffen drumherum. Das ist einmal komplett Explosion und da lass sie noch stehen, weil Pilotenwert 4. Genau, darf noch zurückschießen. Ich mich gerade frage, ist, warum ich nur eine Angriffsrakete gefeuert habe, warum ich das Tagelog nach vorne gesetzt habe. Ich glaube, du wolltest mit dem Tagelog einfach nach vorne Richtung Tentiv Schaden fahren. Ja, wahrscheinlich. Also irgendwie sowas muss es gewesen sein. Kann ich nicht mehr ganz in meinen eigenen Kopf reinversetzen, aber ich denke ja, dass ich konzentriert jetzt auf die Tentiv Schaden machen will. Du warst sehr davon überzeugt, dass die eine Angriffsrakete zumindest ein X-Wing zerstört, sodass dann die TIEs die restliche Flanke aufräumen können? Ja, ich glaube, so sieht das aus. Vor allem, hätte ich mehrere geschossen. Ach so, genau. Die war auf einen Lebenspunkt, die eine. Ist durch die Rakete gestorben und die andere ist, glaube ich, durch den direkten Schaden gestorben, oder? Oder zumindest knapp nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Man sieht es an den Karten oben nicht ganz so gut. Nee, also Schadenskern verteilt, aber auf jeden Fall ist, sind beide weg. Sind beide weg gewesen. Also der eine durch den Schaden der Angriffsrakete, genau. Der andere durch die Explosion. Deshalb reichte die eine Angriffsrakete, Entschuldigung dafür die Verwirrung, aber die eine Angriffsrakete reichte, um beide wegzunehmen. Und deshalb das zweite Tagelog nach vorne, um Schaden auf die Corvette anzubringen. Ja, dann hat auch der Red Veteran den TIE da noch weggenommen und auf einmal wirkt es da sehr leer. Nach der Angriffsrakete und nur noch der einzelne Red Veteran, der da jetzt rumfliegt. So, da kommt der Single Turbo auf den Raider. Wo ich schon überlegt habe, möchte ich meinen Tagelog ausgeben für den möglichen zweiten Angriff, weil Han Solo wirkt ja über die Runde hinweg. Und dann 5 Angriffswürfel und da sage ich Tagelog Fokus für Han. Und ein sehr, sehr böser Angriffswurf tatsächlich. Ich glaube, da waren sogar 2 Crits dabei. Die Frontsektion ist zerstört. Das ist jetzt schon zerstört? Sie ist jetzt schon zerstört. Ist jetzt schon zerstört. Ach, genau, die ist jetzt schon zerstört. Also du hast halt ganz übertrieben mit der Corvette gewürfelt. Mhm. Und ich habe auch richtig, richtig böse Crits bekommen. Was auch meine Hex-Sektion quasi aus dem Spiel nimmt. Denn ich habe den Waffentechniker verloren. Ich muss immer eine Energie ausgeben, wenn ich eine Aktion machen will. Ich darf Verstärken nur machen, wenn ich 3 Energie habe, aber das ist, das wäre hinten, ist es vorne? Nee, es ist vorne. Hinten hätte ich noch Tagelog, aber ich wurde so verkrüppelt, dass der Raider fast nichts mehr macht. Der ist quasi komplett aus dem Spiel. Ja. Und das mit relativ wenig Angriffen der Corvette, einfach viel Pech mit den Crits gehabt, echt die schlimmsten gekriegt, die ich für meine Kombo kriegen kann. Ja. Und wir haben nirgendwo gefunden, dass Crits abgelegt werden. Die Sektion wird zwar halt umgedreht, aber die Crits bleiben bestehen und verkrüppeln das Schiff einfach extrem dadurch. Ja. Und das, wenn keine Waffen hinten mehr... Ja, also einfach die Crits gekriegt, die meine Kombination halt zerlegen. Weil wenn es jetzt irgendwas ist mit, ich verliere einen Hardpoint vorne, oh mein Gott, dann ist das egal, weil ich habe die ganze volle Sektion verloren. Aber ich habe halt genau das Zeug bekommen mit, ich muss ein Crew ablegen, ein Team ablegen. Ich glaube, ich habe sogar eine Angriffsrakete verloren. Und ich muss halt Energie bezahlen, ich kriege sowieso schon weniger Energie und all so ein Schwachsinn. Also der Raider ist quasi aus dem Spiel. Ja, er ist halt noch da, der Klotz ist da, er kann immer noch was wegrammen, so ist es ja nicht. Nicht, dass er es unbedingt machen wird. Nee, also das macht doch bedroht auch nicht wirklich. Also eine Karte, yay. und kleine Schiffe wegrammen wird nicht passieren, weil da wirst du nicht im Weg liegen. Ich werde es natürlich versuchen, tunlichst zu vermeiden. Einfach, es kann funktionieren, es kann auch mega in die Hose gehen und das habe ich in einem Epic-Spiel schmerzlich erlebt, dass ein Bewegungspunkt gefehlt hat und mir ein X-Wing und nur ein TIE Fighter gerissen hat. Und seitdem, denke ich, ist die Überlegung, Breitseite zu fliegen, sehr angenehm. Der ganze TIE-Schwarm bewegt sich dann rein, Backstabber will stresslos werden, bewegt sich etwas nach vorne, vielleicht wäre es doch besser gewesen, da eine Dreierbank zu fliegen und den Stress später abzubauen. So nutze ich dann aber die Aktion zu einer Fassrolle, um näher ranzukommen, aber das wird noch nicht reichen. Ja. Red Ace fliegt dann natürlich in die TIE-Fighter rein, beide sehen ihn, wenn ich das von der Perspektive gerade so gut sehen kann. Ich glaube schon, aber Red Ace schießt halt zuerst. Und es sind nur TIE Fighter? Und es sind nur TIE Fighter plus die Fähigkeit Red Ace, den ersten Schild, den er verliert, dann kriege ich ein Ausweichen. Sehr, sehr angenehm. Gott, Santi guckt, ob er Red Ace stressen kann. Kann er nicht. Stresst dann einfach die X-Wing da unten, damit die keine Wände fliegen kann. Und steht halt auch einfach relativ gut da im Weg für die Corvette. Ja, definitiv. So, Thema Corvette, da kommt die Imperiale.
Bewegt sich näher ran, möchte halt, also ist jetzt eigentlich eh immun gegen die Schüsse, wenn die Frontsektion halt wirklich zerstört gerade ist gerade. Ja. Ich dachte, das wäre nämlich eine Runde später. Denn dann macht das halt keinen Sinn, weil ich mit der Front eigentlich eh nicht schießen kann. Weil ich gerade zwei Tageloks rausrotze, denke ich, dass die noch nicht zerstört war. Okay, dann ist sie noch nicht zerstört. Die hat aber, ist definitiv verkrüppelt gewesen. Weil, wir können gerade auf die Punkte gucken, das ist ja sehr schön, dass es da ist. Und da habe ich, nee, die habe ich noch nicht eingerechnet. Die, weil ich halt nicht genau wusste, an welchem Zeitpunkt die Sektionen zerstört wurden, weil man die Karten jetzt nicht so sehr sieht. Durch das Rammen kriegen wir Schaden. Und zwar kriege ich sofort noch eine Schadenskarte, also quasi Double Damage. Ja, und ich, was habe ich bekommen genau? Primärwaffe sinkt um 2. Primär, okay, das ist auch eklig. Das ist eklig genug für die Turret. Die dann wobei sie jetzt eh nicht in Reichweite ist für die großen Schiffe. Ja, okay. Also, das war halt glücklich, weil der ist jetzt nicht so egal für die Situation, nicht so wichtig für die Situation, weil deine beiden Kurzstreckenlaser jetzt halt schießen, die Quad-Laser. Ja, dafür sind sie ja ausgerüstet, um da auch möglichen Schaden zu machen. Und durch Janus Light habe ich auch die Möglichkeit, einen ekelhaften Crit abzulegen und einen neuen dafür zu ziehen. Ja. So, da kommt Zeta, schießt auf den T-70 mit dem Extrawürfel für Stress, weil ist ja endlich seinen ganzen Stress losgeworden. Und das finde ich echt richtig gut an den FOs mit den grünen zwei Ecken. Ja. Also der Zeta-Leader überzeugt ganz, ganz, ganz stark. Einfach weil er im Grunde ein TIE-Fighter ist, der ständig drei Angriffswürfel hat. Omega Ace begeistert mich nicht so sehr. Ja, er hatte die Möglichkeit, Wes theoretisch mit der dreifachen Crit-Kombo zu treffen. Klar, aber es ist ja konstruiert und es muss Push the Limit drauf, damit das wirklich klappt und etc. etc. Der kostet viele Punkte und weiß ich nicht. Er hat halt immer noch nur 2 bis 3 Würfel und auch wenn du die alle zu Crit machst, es sind nicht viele Würfel. Das stimmt schon, ja. Wenn was durchkommt, ja, es ist ein Crit. Crits sind toll, aber es muss erstmal durchkommen. Also es ist nicht so meins. Genau, deine Primärwaffe ist auch auf 2 gesenkt worden. Genau, das war es. Ja. Dementsprechend ist dieses Manöver auch insofern logisch, um feiern zu können. Wenn die Front zerstört ist, habe ich ja immer noch die Primärwaffe. Stimmt. Deshalb ist die gesenkt. Ha! Jetzt haben wir es. Und weil ich vorne verstärke und hinten Tagelocke, habe ich halt von hinten noch das Tagelock gemacht. Und noch habe ich den Waffeningenieur. Ich habe da ein bisschen vorgegriffen anscheinend. Denn da sind ja 2 Tageloks gelandet. Egal. Es waren 2 Angriffe. Er hat ein bisschen Schaden gemacht auf die Front, aber es sind halt immer noch Schilde da, wie man oben rechts etwas sieht. Also die Korvette hält sehr gut aus. Ich habe da nicht viel Schaden anbringen können, einfach über die Zeit. Ja, durch sekundärer Schildgenerator mit am Ende eine Energie ausgeben zum einen Schild hochheilen oder sagen, ich recover einfach mal Sektion X für Energie. Ja. Also das ist so eine Sache, die ich für mich in dem Spiel festgehalten habe. Den Transporter schnell wegkriegen war schön und gut. Aber hätte ich das mit der Corvette gemacht, wäre es besser gewesen. Ja, dann wäre die Corvette halt nicht so ein Bedrohungspotenzial, weil so ein Block, das lernt man halt auch während des Spiels. Aber wenn man sich halt die rechte Flanke anguckt, der Transporter hätte zwar Störsendern können, aber dieser Teilschwarm, der da ist, der jetzt eine ziemliche Dominanz auf der rechten Seite hat, der hätte auch jetzt kein Problem gehabt, den Transporter abzuräumen. Von daher, so, jetzt müssen wir mal kurz da den Pin hochheben, um zu schauen, wo genau du bumpst. Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dran vorbeizukommen, ist aber nicht so der Fall gewesen. Nee. Und das wäre dann halt, das neue Ziel für mich wäre dann halt der Transporter gewesen, um da jetzt Schaden fahren zu können. Ja, Dark Curse bewegt sich auf Range 1 und Omega Ace hat schon einen Tagelock, braucht also nur den Fokus dazu nehmen. Zeta wird den stresslos, macht eine Fassrolle, um an diesen Hindernissen vorbeizukommen. Und die Dreierbank von Scorch und von Mauler Mithil. Also da kommen die Elite-Piloten und machen jetzt den hoffentlich funktionierenden Pac-Man. Ja, die eine Flanke sieht sehr mau für mich aus. Ich habe jetzt im Grunde noch im Zentrum den Tentive-Block, der mich schützen kann. Und die X-Wings, die dann noch rumcruisen, so, die immer weiter gestresst werden durch Störsender. Hab da jetzt mit dem Gozanti ein schnelles Manöver gemacht. Ich hatte überlegt, eins gerade auszudüppeln und diese blöde Corvette einfach in einer Tour zu blocken. Weil der Gozanti ist quasi aus dem Spiel. Durch das schnelle Manöver sowieso. Der schießt nicht mehr wirklich viel. Der hat zwar seine Primärwaffen Turret, aber eins geradeaus wäre das taktisch, spieltechnisch sinnvollere Manöver gewesen, aber ich fand es irgendwie langweilig. Denn, wenn jetzt die Corvette die ganze Zeit da reinrammt, irgendwann, dann hätte ich den Raider halt auch reingerammt und dann hätten wir uns gar nicht mehr beschossen und nur noch geschubst und sowas. Dadurch hätte ich die Corvette vielleicht auf lange Sicht kaputt gekriegt. Aber richtig lustig ist es dann auch nicht. Ja, da habe ich dann versucht natürlich zu drehen.
Ja. In der Hoffnung, du fliegst ein schnelles Manöver. Ich kann mich ein wenig drehen, aber dann war es das auch schon. Richtig. Und ich habe jetzt tatsächlich das Heck im Feuerwinkel vom Raider. Der kann also jetzt Angriffsraketen auch auf die Corvette schießen. Jo, was durch auch Explosion halt echt genau. Schaden macht. Eine Zielerfassung ist auf der Corvette und eine ist auf der X-Wing unten. Jo, einfach da einfach wieder auf Reichweite Schaden machen können. Und ja. Du verstärkst hinten? Ich verstärke vorne. Dann also nach reichlicher Überlegung, Target-Lock, einfach gesagt, okay, mach vorne. So, Scott schießt zuerst mit 3 Würfeln, weil du hast ja schon eine Schadenskarte und genau. Das reicht auch. Da blieb nicht viel übrig. So, ja, wir sehen es trotzdem ein bisschen in den Punkten. Wie gesagt, zerstörte Sektionen sind nicht eingerechnet. Das heißt, die Rebellen sind eigentlich ein bisschen näher dran noch, aber die Frontsektion des Raiders liegt bei etwa 80 Punkten oder so. Ja, nee, weniger. Die Hecksektion ist mal teuer. Frontsektion liegt tatsächlich nur so bei 60. Ich glaube, die Frontsektion weniger Ausrüstung. Ja, was liegt denn da? In der Frontsektion liegt der einzelne Turbo. Ja. Und das war's, glaube ich. Ja, einzelne Turbo und keine Crew, kein Team, kein Das gar ist alles nichts. Hinten. Das ist alles hinten. Von daher kostet das nicht viel. Das heißt, dann die Punkte, wenn man sie anrechnet, dann wärst du bei irgendwas 130 zu 174, sind immer noch knapp 50 Punkte Unterschied. Lieg ich momentan vorne. Jo. Aber diese Corvette ist eine Sau. Ja, die Corvette. So, das ist Reichweite 2, leider. Das heißt, ich kann keine Angriffsrakete auf die vordere Sektion schießen. Ich darf mit den Feelings-Laserkanonen in die Seite feuern. Also die Reichweite habe ich, ja. Gott sei Dank. Darf halt in die andere Reichweite nicht. Also da, wo der eine TIE Fighter gerade noch rumdümpelt. Auf der linken Seite beim Gozanti. Den ich dann wahrscheinlich eher beschossen hätte. Weil die TIE Fighter aufgrund ihrer Mobilität, die sie im Vergleich zu den großen Schiffen haben, sich hinter die Corvette positionieren können oder so in die Flanke positionieren können, dass halt auch kleine Nadelstiche im Laufe der Zeit genug Schaden machen können. Ja. Da kommt ein Crit auf einen TIE Fighter, aber er scheint noch zu leben, und feuert dann einfach mal auf Range 3 auf die T-70. Weil er es kann, aber die kriegt nochmal einen extra Verteidigungswürfel durch den Gozanti. Ja, weil die zählen regeltechnisch in dem Fall auch als Hindernisse. Ja. Das heißt, ich habe 4 Dodge-Würfel. Macht nichts, ich habe Augen gewürfelt, habe keinen Fokus, ist egal. Yeah. Toll. So, ja. Dann Gozanti versucht dann auf die X-Wing zu schießen, was nämlich kaputt ist, stört mich nicht mehr, aber ich krieg's nicht hin. Jo. Mit weiterem Blick dreht sich jetzt der TIE Fighter natürlich auf die Jaina Slide ein, ja. Fast rollt um den Stein herum, einfach um die Möglichkeit zu haben, aufs Heck feuern zu können, wenn ich zu langsam fliege. Ja. Ich bewege mich, muss den Stress loswerden, Störsender-Stress ist tatsächlich richtig wichtig. Ja, weil es 2 Stressmarker sind, aber genau. Man füllt auf 2 auf, wenn er schon einen hat, dann kommt nur einer dazu. Ja. Ja, der andere TIE Fighter bewegt sich ran, bisher ist sogar Backstabber, der da jetzt näher rangeflogen ist. Da Curse bewegt sich, rollt ein bisschen zur Seite, ich habe ja mehrere TIE Fighter da zu bewegen, die jetzt alle Vollgas geben, die müssen so schnell wie möglich jetzt mit in den Kampf, um halt den Deckel zuzumachen hier, denn es wird noch alles sehr, sehr eng hier. So, dafür ist da Curse gerollt, damit Omega Ace wirklich so perfekt da noch in die Lücke reinpasst. Einfach um einen eigenen Bump natürlich auch zu verhindern. Ich verliere den ersten Stress mit Red Ace. Bin ziemlich stolz drauf. Ja, Gozanti bremst jetzt dann doch wieder ein bisschen ab, fliegt langsamer, will nämlich nicht zu weit weg, um wenigstens mit Störsender noch zu arbeiten. Ja, Störsender oder Target Lock, sowohl als auch. Sich vielleicht auch was verstärken, wenn er noch leben möchte. Er möchte natürlich seine Supportfähigkeit, die ja im Grunde dem des Transporters sehr nahe kommt, nutzen. Die 10 Punkte mehr zum kleinen Transporter sollen sich ja auch lohnen in dem Fall. Ja, plus noch mehr Punkte. Also der kostet, weil du musst ja die Waffe noch ausrüsten, etc. etc. Mhm. Der hat schon einen guten Aufpreis. Ja, ich ramme einfach mal so ein Hindernis weg hier in den Deck. Ja, ja passenderweise ist das Hindernis Wrackmarker des Transporters gewesen. Das ist dann der Transporter, der rumgeschrieben ist. Boom, einfach weg. Wo wir dann gesagt haben, da die Frontschanze zerstört ist, dass halt der Schadens... ja, es ist ja die Regel, also dann geht der Schaden auf die Hecksektion, geht halt automatisch dahin, ist okay, muss er halt einfach hinnehmen, der ist sowieso quasi raus.
Ja, er hat, ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt schon den Crit, dass er tagelang nicht machen kann. Ja, der Waffeningenieur ist mittlerweile auch weg. Der Waffeningenieur ist weg. Das Ward-Team, also das Ordnance-Team ist weg. Und das lohnt sich auch einfach, glaube ich, nicht, das Ganze wieder herzustellen. Zumindest nicht in der aktuellen Situation. So. Jetzt kann ich drehen, da der Guzzanti auf dem Weg ist. Ja. Aber Ramme mit der hinteren Seite hat auch was. Das haben wir. Ein anderer Wrackmarke des Transporters. Und das ist nicht das Transporter, den ich abgeschossen habe, sondern ein anderer Transporter, der vor der Schlacht zerstört wurde. Überraschung. Ja. Auch da eine Schadenskarte nach hinten. Na, ich meine mich zu erinnern, dass im letzten Spiel das ungefähr ähnlich war. Jeder von uns hat einen Token abgeräumt. Ja. Jetzt wieder der Fall. Jeder von uns hat einen Token abgeräumt. Also im letzten Imperiale Rebellen-Matchup, also der in unserem schönen Video Jaina Slide gegen Imperialen Raider. Da hat ja Raider ja sogar ein Hindernis abgeräumt, dass die Interceptor Platz haben. Ja. Total beabsichtigt. Ja, natürlich. Und hier in dem Fall ist auch ein bisschen mehr Platz nicht schlecht. So, jetzt haben wir so eine richtig schöne Breitseitensituation, die der Raider überhaupt nicht mag. Ja, die Jaina Slide hingegen schon. Ja. Das ist eine Position, die finde ich cool. Ja, der Plan ist ja auch eigentlich, der Raider soll ja eigentlich jetzt auch nur weg und noch irgendwie überleben, um Punkte zu sichern quasi. Mhm. Und Platz für die TIE Fighter zu machen. Dass die jetzt da eine Breitseite feuern. Ja, klar, damit da jetzt auch die Nadelstiche kommen, die auch ein großes Biest zu Fall bringen. Du hast Schadenskarten, das heißt, Gord kriegt einen extra Würfel. Ja, die kann ich nicht reparieren, das heißt, das bleibt so. Omega Ace. Oh, Kritz. Ja, Zehnter Leader. Oh, extra Würfel für Stress. Und die haben jetzt alle richtig, richtig Bock, sich auf diese Corvette einzudrehen. Jo. Dementsprechend für mich gerade so eine Situation, okay, mein Bollwerk muss dem, sollte dem, ich hoffe, dass es dem... Da kommt eine Angriffsrakete gerade noch unten auf die auf dieses X-Wing-Cluster. Jo. Und ich sehe jetzt gerade nicht, wie viel Schaden es macht, aber es hat definitiv Schaden gemacht. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wir scheinen da gerade über irgendwas zu gucken, diskutieren oder sonst was. Die gingen auf das Heck von dem Transporter, von der Corvette, meine ich. Jo, und genau, ich hatte überlegt wegen den Crits. Das kann ich ja mit der Genocide. Wenn mir der Crit nicht gefällt, ziehe ich einfach den nächsten Crit. Ja. Der könnte schlimmer sein, kann aber auch natürlich weniger schlimm sein. So, ich glaube, jetzt hast du einfach nur dein Sensor-Team oder sowas verloren. Irgendwie was Harmloses. Ja, also definitiv harmloser als, ich glaube, der eine Crit, der gekommen ist, wo ich glaube, Energie verloren hätte für die Waffen, die ich gerne feuern wollte. Ja, irgendwie was. Definitiv. Ist praktischer Titel. So, da kommt wieder eine Primärwaffe, die auf den TIE Fighter schießt. Auf Zeta Leader schießt du, glaube ich, gerade. Und hey, hallo Simons Verteidigungswürfel. Hey. Sie funktionieren mal wieder nicht. Ja, toll. One-Shot, puff, toll. Ja, dafür, dass, ich glaube, Zeta Leader noch nicht großartig Schadenskarten kassiert hatte. Nö. Nee. Hat er den jetzt einfach mal weggeräumt. Es ist, es sind immer so dieses leichte Aufatmen. Dann nochmal wieder puff, einfach weg. Ja, die Tentive hat er echt ausgepackt, tatsächlich. Ja, mit der hast du absurd krass gewürfelt. Da war einfach nicht viel gegen zu machen. Und deshalb muss ich so schnell wie möglich diesen Teilschwarm da ranbringen, um wirklich die kaputt zu bekommen. Oh. Dementsprechend, wo man auch überlegt hat, okay, dann nehme ich jetzt Tageglock, schieße noch ein bisschen ins Heck. Ja, kriegt da noch einen Crit rein. Keine Ahnung, ich mache noch weniger als nichts. Da ist jetzt der Waffeningenieur weg und das Team. Und ich, das war, glaube ich, irgendwie egal oder sowas. Ja, da geht jetzt im Grunde die restliche Ausrüstung flöten, sodass der tatsächlich nichts mehr macht, der Raider. Nur noch rumfliegt, in dem Fall. Ja, das war nicht so feierlich. So, der Guzzanti versucht dann noch einen Schuss. Auf Red Ace. Ja. 3. Ich weich einen aus, ich habe einen... Das war nicht Red Ace, das war der normale... Achso, okay, ja, den hat es einfach geplatzt. So, das heißt, du hast noch 2 Schiffe, die es für mich gilt, loszuwerden. Ja. So, Backstabber, der gegen so ein großes Schiff leider Schwierigkeiten hat, außerhalb des Feuerwinkels zu sein. Also zumindest bei den Feuerwinkeln, die der, die Tente fahren. Also er kann frontal oder gerade von hinten engagen, aber so wie er jetzt engaged, hat er erstmal keine Chance. Da rauszukommen. So, Dark Curse steht vorm Stein, muss es aber hinnehmen, weil ich nicht in den Weg rollen darf für die anderen. Ja. Red Ace dreht ein, verliert seinen letzten Stress und nutzt seine Aktion für Boost. So, genau. Omega Ace fliegt vor und nimmt natürlich jetzt Fokus?
Nee, der Focus ist noch von Dark Curse, überlege gerade noch. Ah, nee, bin ich heute in der Schatzkarte zu reparieren? Nee, da kommt das Tagelock auf Ace, Red Ace, und er nimmt anscheinend nicht den Stress für die zweite Action. Du hast nämlich noch Tarkin. Der ist noch nicht verschwunden. Okay. Ja, und entweder klaust du mir halt einen Fokus oder du gibst einen. Und da du keinen Fokus hast, brauche ich dir keinen klauen. Ja, dementsprechend ist natürlich jetzt Omega Ace. Ja, das war nämlich die Überlegung, ihm keinen Stress zu geben, damit er U-turnen kann im folgenden Zug. Mhm. Oder Senyos loopen. Ja, loopen. Optionen aufhalten. Aber er muss auf jeden Fall durch dieses Stresshindernis noch durch das Trümmerfeld. So, der Raider bewegt sich weiter aus dem Weg. Ja, ich glaube, ich kann versuchen, irgendwas zu reparieren da. Ja, in Zukunft vielleicht mal wieder die Angriffsraketen reparieren oder was auch immer. Sind halt Überlegungen, die natürlich da sind. Du gibst einen Fokus weiter durch Tarkin, einfach für Maximieren an möglichen Schaden. Nee, das war jetzt koordinieren. Das war koordinieren? Tarkin kommt erst gleich. Ja, stimmt, der kommt am... Also ich habe mich dazu entschieden, die Aktion koordiniert zu machen. Denn wenn ich Tarkin nehme, wird das eigentlich auf dem Omega Ace landen, weil der den Fokus dringender braucht als das der stimmt dahinter. Ja. Ja, ich verstärke einfach vorne, weil ein Großteil der Thais halt noch vorne sieht, außer halt die Parkline. Ich Tarlocke einmal Omega Ace, ich Tarlock einmal, da hinten glaube ich war Mauler Mittel. Das ist Mauler, ja. Und der Mauler ist halt der einzige, der noch auf Range 3 ist, glaube ich. So, da kommt der erste Angriffswurf auf die T-70. Ja, verliert zwei Schilde. Mit R2-D2 hat er natürlich hochgehalten sich und kriegt jetzt ein Ausweichen. So, Mauler schießt da aufs Heck, auf Reichweite 3. Versucht einfach ein bisschen Schaden anzubringen gegen die nicht verstärkte Sektion. Was durchaus verständlich ist. Na, ich krieg zwar nur einen Dodge-Würfel, aber... Aber anscheinend hat er nichts gemacht. Anscheinend hat er nichts gemacht. Würfel gesehen. Jetzt kommt Scotch auf die Front mit 3 Würfeln. War auch noch Rage 3, interessant. Du bist ausgewichen. Du hattest den Stein im Weg, meine ich. Ah, den Stein im Weg, ja. Der Stein, du bist ausgewichen, ich habe nur 2 Hits gewürfelt, durch Verstärken kommt da nichts rum. Nicht gerade gut gelaufen. Nee, wieder kein Schaden. Jetzt kommt Mauler nach hinten. Genau, ich wollte die Option haben, dann die Front zu finishen. Ja, hat auf jeden Fall die restlichen Schilde gesagt. Dann nee, da liegen jeweils noch ein Schild, liegt noch. Tatsache. Ja, ja. Das ist so ein bisschen schwer zu erkennen manchmal. Ja, so. Dark Curse nimmt den Fokus, um wenigstens einen Hit auf Exekution zu machen. Da ist das letzte Schild jetzt weg. Backstabber schießt und macht ein paar Schadenskarten, 2 Stück. Und jetzt kommt noch das... Nee, das Ace hat schon geschossen, hat anscheinend Scheiße gebaut. Ah, nee, genau, es hat die Schilde gezappt, das hatten wir ja vorhin. Genau, und jetzt wird es beschossen und geht auf einen Lebenspunkt runter und kriegt einen ekligen Crit, wenn es ein Hindernis kreuzt, stirbt es. Ja, und bei der Position mit den Manövern ist definitiv, glaube ich, Schaden drin. Oder ich glaube, es wäre vielleicht die 1er Ecke gewesen, die das verhindert hätte. Es sah definitiv nicht gut aus für das Ace. Okay, er ist jetzt auf einen Lebenspunkt. Er hatte noch 2. Gut. Da kommt der Crit. Aber das Endergebnis ist das gleiche. Er hat ein Problem. Er hat definitiv ein Problem. So, jetzt kommt noch die Primärwaffe wahrscheinlich oder der Single Turbo? Das ist der Single Turbo. Das war der Single Turbo und ja, das war der Single Turbo nach Tagelock. Die Primärwaffe ist ja immer noch gesenkt, glaube ich, bei dir. Die hatte ich noch nicht repariert zu dem Zeitpunkt, nein. So, jetzt fährst du hinten noch mit dem, hast du noch einen Quad Laser? Ja, ich hatte überlegt, wohin. Nach da konnte ich nicht. Ich konnte zum Raider feuern und ich weiß nicht, ob ich Backstabber gesehen hatte. Mache 2. Hast du? Habe ich gesehen. Mache 2 Schaden und nehme Backstabber weg. Hast du sie auch auf Backstabber geschossen? Hast dich umentschieden? Und genau. Ja, ist wie gesagt Simon und die Bates. Alte Erzfeinde. Ja, das ist unglaublich. Die grünen Würfel halt. Naja. Dark Curse fliegt vor. Kriegt keinen Schaden durch den Asti, den er berührt. So, du stellst dich da einen Weg. Nimmst den Fokus. Omega Ace muss es einfach versuchen. Ich würfel mal. Ach ja, er ist tot. Ja, also da bröselt mir halt gerade alles auseinander. Eklige One-Shots auf TIE Fighter, Hindernisse, alles geht gerade schief. Ich verliere richtig, richtig viel meiner noch Schaden verursachenden Schiffe. Ich habe nur noch 3 Schiffe, die effektiv Schaden machen können. Ja, das sind die TIEs. Ist gerade richtig, richtig eklig. Ja. Die Tente pfeift aber auch,
DJ in der Slide, pfeift natürlich auch mittlerweile aus dem letzten Loch, also 3 Schadenskarten ja. Front, ich glaube 3 Schadenskarten hinten. Ja, der Gozanti ist halt auch aus dem Spiel, der kann halt nicht schnell genug drehen, um irgendwie was Sinnvolles zu tun, der Raider schwenkt halt ein bisschen rum, sagt, komm, ich versuche jetzt mal was zu reparieren und... Du wolltest einfach den, ich glaube, den Eincrit mit den Target Locks loswerden, was du genau, dann auch... Genau, damit ich die Angriffsraketen hinten wieder feuern kann. Ich werde ihn tatsächlich los, also habe ich wieder die Möglichkeit, in ferner Zukunft irgendwann doch mal nochmal eine Angriffsrakete zu feuern. So, du fliegst etwas vor, positionierst dich auf kurzer Distanz zu meinen Schiffen. Ja, im Grunde geht es echt gerade für mich nur noch darum, bringen die TIE Fighter irgendwie runter, damit ich halt die mit den letzten verbliebenen Lebenspunkten und wenigen Schilden, die ich habe, einfach theoretisch genügend Zeit nutzen kann, um auch die großen Schiffe dann runter zu ringen. Genau, dann nimmst du die Target Locks und dann kommen wir jetzt in eine sehr wichtige Schussphase noch. Ich nehme mit Tarkin da den Fokus weg, da ich selber gut versorgt bin und da Curse eh nichts beschießen kann, braucht er keinen. Da kommt der erste Angriff, das ist ja Scorch, glaube ich, auf deine Frontsektion war das jetzt. Mhm. Ist ja das Einzige, was er sieht, oder war es auf dein Ace? Nee, es war auf die Frontsektion. Es war auf die Frontsektion. Das so. Waren dann schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Schadenskarten. Hat anscheinend nur einen Schaden durchgebracht. Ja, 5 Schadenskarten ging das drauf, 3 hat er noch. Ich hatte das nämlich auf 2 runter reduziert, die Schaden, da dasselbe, 1, 2, 3, plus Crit. Ja, aber du wurdest doch nur Crit. Den verstecken, aber ist egal. So, da kommt dann noch mehr, den Crit sagst du wieder, ne, willst du nicht. Ja, dann muss ich den nächsten nehmen. Aber die Front lebt halt immer noch. Das ja. ist, der hat jetzt, glaube ich, einen Lebenspunkt übrig oder so, ein Quatsch. Genau, es war auf einen Lebenspunkt übrig, der letzte Angriff da in dem Fall... Hat nicht viel gemacht und ja, nee, genau, Scott hat nur eine Schadenskarte gemacht, weil er noch ein Schild hat. Genau. Durch sekundärer Schildgenerator. So. Das war der Single Turbo, glaube ich, oder Primärwaffe, die du mittlerweile repariert hast. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 4 Würfel, die nicht wirklich viel gemacht haben. Nein. Egal wohin, es waren auch sowieso nur noch hinten die großen Schiffe halt in Reichweite. Das ist der Phalanx Laser, der trifft nicht. Ich sag Energie Phalanx Laser, jetzt nochmal Tage. Jetzt das Target Lock und ich nehme dir den TIE Fighter leider nicht weg, nee, aber er steht halt noch. Er steht halt trotzdem für sich in einer sehr ungünstigen Position. Ja, aber da kam dann ein ungünstiger Wurf von dir, weil ich den Fokus weggenommen habe, konnte Ace keinen Schaden anbringen, großartig. Oder war das noch ein. Nee, Quatsch, Ace war ja vorher dran. Ace war vorher dran. Auf jeden Fall ist es das gewesen. Ja, das war's. Tschüss. Nee, Spaß. Epic Spiel. Hat insgesamt definitiv Laune gemacht, 400 Punkte, ist mal wieder ein Haufen Zeug, hat Spaß gemacht, einen Haufen TIE Fighter zu spielen. Es hat auch Spaß gemacht, einen Haufen X-Wings dagegen genau. zu stellen. Wir haben es bei einem quasi Unentschieden dann beendet. Mhm. Also, waren uns dann einig. Ja, 250 Punkte verloren auf imperialer Seite, 297 Punkte verloren auf Rebellenseite. Wenn man das hochrechnet, 400 Punkte, also 100 Punkte sind 12 Punkte ungefähr unentschieden, auf 400 Punkte sind es 48 Punkte, also ziemlich genau ein Unentschieden ja, zu dem Zeitpunkt. Punkte Differenz, also kann man sagen, haben wir ein schönes Unentschieden. Definitiv. Leichte Tendenz wahrscheinlich zum Imperium, wenn man es ein bisschen weiter gesponnen hätte, aber ja. Es ist so ein Epic-Spiel, gerade 400 Punkte dauert eine Weile, ist anstrengend. Ja. Irgendwann ist so ein bisschen die Luft raus und wenn ja. die erstmal raus ist. Ja, wenn die erstmal raus ist. Nein, man hat gemerkt, dass es viele Ups und Downs gab. Also von aggressiven Manövern, Verlust von einzelnen Schiffen, einzelnen Positionen, die Präsenz der CR-90, der Verlust der Präsenz der anderen beiden großen Schiffe. Der Raider wurde ziemlich hart zerkrittet, also der hat ganz fiese Kombination gekriegt. Er kriegt immer eine Energie weniger, er darf keine Targlocks mehr machen, das bei einer Doppel-Assault-Raketen-Kombo ja. echt mies. Dabei hat die Doppel-Assault-Raketen-Kombo wirklich Präsenz die zeigen. Damage gemacht, sie hat TIE Fighter umgebracht, mein lieber Schon. Nee, die hat auch richtig X-Wing zerlegt. Also die Kombo war gut und damit kommen wir auch so ein bisschen zum Gozanti, was der so für einen Impact hat. Er selber... Er hat den Impact wie ein Transporter mit der Möglichkeit schießen zu dürfen ja. und spontan TIE Fighter auszuwerfen. Also ja.
Das hat auch plus Bumping, aber definitiv auf einmal neue Präsenz aufs Feld gebracht. Genau, also ich habe mal den Titel ausprobiert, dass wenn die Teilfelder rauskommen, sie Pilotenwert 8 haben, um zu gucken, dass sie möglichst früh schießen. Das ist natürlich dann gerade mit Pilotenwert 3 sie die Angst sehr schön, weil die einen riesen Boost bekommen. Ja, noch geiler ist es wahrscheinlich mit Pilotenwert 1 Typen. Klar, wäre ein Punkt billiger, ansonsten das Gleiche. Aber naja, hat eigentlich insgesamt, fand ich, ganz gut funktioniert. Positionierung, alles war ganz nett. Das mit dem Störsender war gut. Ja. Ich hätte jetzt auch gerne diese Ausrüstung, die hast du benutzt auf dem Transporter, wenn man Störungen nutzt, dass noch ein anderes Schiff in Reichweite 1 auch noch. Die nennt sich auch Störsender. Die nennt sich Störsender, also das normale ist ja irgendwas. Jam Action, bla. Jam Action, genau. Ne, man macht einen auf Eagle One und schmeißt Marmelade auf den Gegner. Ja, passt. Und naja, auf jeden Fall. Die Karte habe ich nicht, ich habe keinen Rebellentransporter, den hast du. Ja, ich denke, da kann man mal drüber reden. Aber da müsste ich den Hangar rausschmeißen, dann könnte ich keine mehr andocken. Ich habe ja nur zwei Cargo-Slots und dieser Hangar, dass ich Leute anpinnen kann, kostet einen Slot. Zwar 0 Punkte, aber einen Slot. Ja. Dann kann ich 4 Stück andocken. Aber definitiv, so was ich jetzt mitbekommen habe mit der zusätzlichen Präsenz, die dazu gekommen ist, ein Slot, den man durchaus nehmen kann. Er kostet dich A, keine Punkte, er kostet dich halt Schiffspunkte. Aber kann halt neue Präsenz wieder reinbringen. Und ob man es so dringend braucht, welche anzudocken, also weiß ich nicht. Also es ist in Situation gut. Ich denke, ich würde es mal mit Bombern probieren, wenn die Piloten in 8 kriegen, schön. Vor allem, wenn die sich halt dadurch, dass er sich nach den ganzen kleinen Schiffen bewegt, ja, sehr geil, können dann die Bomber rausfliegen. Das heißt, du siehst genau, okay, die Position, ich kann sie mit einer Zweierecke rausschmeißen und dann können sie ihr Tagelock nehmen, kriegen durch Koordinaten einen Fokus hinterher und schießen irgendwie Advanced Proton Torpedos auf Range 1. Ja, das wäre eine mega Überraschung und auch mit einem ziemlich viel Impact. Und das mit einem 22-Punkte-Schiff, also 16 Punkte plus 6 Punkte Advanced Proton Torpedos. Ja, stimmt, das war's. Ne? Billig. Ist ja nicht mehr. Ja, und der hat Pilot mit 8 dann. Okay, ouch. Ja. Verdammt, das fällt mir jetzt erst auf. Ja, war schon mal im Klick drin, aber ich habe mir gedacht, komm, spielst du einfach Fighter, ganz viele TIE Fighter. Ja, auf jeden Fall, die Ups und Downs hat man auch gesehen. Es sind eine Menge TIE Fighter hinterher geplatzt. Meine CR90 hat am Ende überraschend viel einfach auch geschafft mit der Präsenz, die noch da war. Ja, also das, teilweise, das richtig viel Schaden auf den Raider gesetzt. Da war sehr entscheidend in der einen Runde. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es an Würfwürfen lag oder sonst was, aber du hast halt auf den Punkt ihn vernichtet, ein Schaden weniger. Das war nämlich auch der letzte Schuss auf ihn. Er hätte nochmal eine Runde seine volle Ladung raushauen können. Das war der Crit mit Verlust der Zielerfassung. Ja, plus vorne war die Sektion auch einfach kaputt. Dann fehlt die Vierer Primärwaffe, die ich nicht mehr zweimal schießen kann. Das Gott sei Dank. Jede Menge Schaden, der da verloren gegangen ist. Aber der Raider war nicht schlecht. Nein, wie gesagt, der hat deswegen zerstört. Der hat den Transporter mal eben so. Ja, das war böse. Nein, die Ordnance, also die Ordnance-Aufwertung, die da durchgekommen ist, hat einen mega Impact, weil man durchaus dann auch sagen kann, man spielt die Target-Kombination. Ich habe das in Light gespielt, ohne Ordnance, weil ich die Karte nicht habe. Aber ich denke auch, auf der CR90 könnte es sehr interessant sein, also da ein Kanonenboot quasi. Müsste man mal gucken. Also Epic ist ja dafür da, möglichst viel Neues auszuprobieren. Ja. Zum einen. Und man kann auch Listen spielen, die halt ein gewisses Thema verfolgen. Gewisses Thema verfolgen. Und trotzdem noch effektiv da etwas draus zu basteln. Je nachdem, wie sehr man sich auf einige Sachen spezifiziert oder sagt, hier, ne, da biegt man ein wenig, um dann da auch den vollen Effekt rauszuholen. Ja, also insgesamt, meine Meinung ist einfach mal zu der Gezante-Erweiterung. Ich habe ja auch die, nicht alle, aber ein paar TIE Fighter ausprobiert. Also Scorch habe ich ausprobiert, ich habe die FOs ausprobiert. Scorch ist geil. Scorch ist super. Also ich habe mich schon sehr lange auf den gefreut, seit er pre-built wurde. Der ist super für seine 17 Punkte plus Elite-Pilot. Großartig. Mithil macht Pause. Mithil geht wieder auf die Akademie, der muss Würfel lernen. Naja, von Omega Leader war es, glaube Omega Ass Omega. Ihr Knecht mit Tagelock-Fokus zu Kriegsverbunden. Der ist schlecht. Es ist, ja, es ist schwierig. Also gerade im Match gegen Rebellen, die sehr viele Schilde haben, ist es einfach. Kriegst du nicht durch und du musst halt einfach den Aufwand betreiben. Ich habe es jetzt mit Push the Limit versucht, dann immer diese Sache mit dem Stress hier und jenes, dann in Reichweite kommen, zwei Würfel, zwei Crits, wäre schön, aber da sind halt überall Schilde im Weg. Ist so, und dann kostet er 23 Punkte. Ist so, er ist unglaublich schwierig, auch dann, im Epic. Dann lieber irgendwie einen Interceptor, der E3 Würfel hat und fällt. Dann gib ihm. Naja, ansonsten Zeta-Leader.
Stress nehmen für nächste Würfel. Bombe, super gut. Auch das der wieder mit Elite-Piloten. Ja. 17 Punkte. Sowohl im Epic, sowohl im normalen Spiel. Einfach mega Impact. Weil war da 17 Punkte? Nee, glaube ich, 19 Punkte. Oder 19 Punkte. Ja, oder Zombie. 19 Punkte war der, glaube ich. So teuer ist er. Richtig. Also alles so in diesem Bereich knapp 20 Punkte. Ja. Sehr schön. Also da haben die Imps einen guten Boost bekommen mit halt eh schon Dark Curse, Backstabber. Zwei sehr solide Piloten. Ja. Howrunner ist mir halt mal wieder einfach so weg. Ja. Nee. Naja, passiert. Hätte Modder Bithel ein bisschen helfen können, so, hey, Reroll, hey, dann hätte er vielleicht zwei Hits gemacht. Okay. Naja, auf jeden Fall ist Howrunner trotzdem gut, keine Frage. Ja, und ich finde auch Juke bei ihr gut. Beim Epic, nee, ja. Weil... Ja, zu gut. Viel, zu viel. Ja, es war auch eher die Kombo mit dem Karas Regan, dass du als erstes schießt. Ja, sonst hätte Howrunner als erstes geschossen, hätte ihren Effekt auf jeden Fall nutzen können und ihren ja. Welt immer noch gehabt. So muss ich in die Welt zu früh nutzen und bin trotzdem gestorben. Deswegen auch wieder 100-Punkte-Schiff. Sehr, sehr interessant. Auch 100 Punkte Howrunner mit Juke kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr interessant. Der Zeta mit aufgedreht, der stresst sich ja sowieso selber. Mhm. Das heißt, er kann auch mal mit seiner Aktion eine Rolle machen und durch den Stress kann er alle Augen neu würfeln, hat ein bisschen Fixing, hat auf jeden Fall für die ganze Defensive sein Fixing. Das also gut. Das ist auch ein netter Elite-Pilot, also ne, neues Bastel, neuer FO, ich habe es bisher sonst nicht so oft gesehen, neuen Elite-Piloten, ich kann sie aber empfehlen, die sind in manchen Kombinationen echt gut. Ja, wir sind mal gespannt, ob die mehr Nutzen einfach sehen jetzt in Zukunft mit Blick auf, dem, auf das momentane Meta. Jetzt mit neuen TIE-Fightern, die der Coxanti halt mitbringt, neue die TIE-Fighter auch mitbringen. Neue Kombinationen, vor allem den TIE-Swarm neu forcieren kann. Ja. Da sind wir mal gespannt drauf, ob sowas kommt. Also wir drücken irgendwie schon die Daumen, dass einfach wieder mehr ich werde ganz viel testen. Also ich habe viel Scum gespielt und ich habe auch eigentlich Bock Scum zu spielen, aber Scum ist momentan einfach immer noch ein sehr geringer Pool an effektiven Auswahlen. Mhm. Weil immer noch das Problem ist, N3A sind teuer, sind squishy, nee. Mhm. Star V-Pan sind etwas zu teuer für das, was ich leiste, wobei ich von Guri mega überzeugt bin. Das ist einfach super. Sehr gut. HWK ist auch immer so eine Kippsache. Ne? Rebellen spielen ja auch schon keine HWK mehr. Und ja. Das sind so Sachen, im Grunde läuft es auf Y-Wings und IGs raus und das ist irgendwie langweilig. Ja. Deshalb spiele ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Imps, ein bisschen mehr Teilschreime. Ja. Geht man so ein bisschen gegen das Meta und schaut mal, was eigentlich aus den alten Schiffen mit neuen Piloten einfach an neue Möglichkeiten einfach entstehen, um wirklich mal aggressiv gegen das Meta vorzugehen. So, wo wir noch beim Thema Meta sind, eine letzte Ankündigung noch. Wir sind im März auf der Star Championship bei uns im Ort. Ja. Und da schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir gucken halt nach Listen, die nicht Meta sind und trotzdem gegen das Meta anstinken können. Ja, also mal jeder, schauen, jeder natürlich mit eigenem Blickwinkel. Ja, klar. Klar. Du gehst mit Rebellen hin? Ich bin überzeugter Rebellenspieler, seitdem ich das Spiel spiele. Das verändert sich nicht. Auch wenn ich mittlerweile, dank dem neuen Film, mir über die Teil FOs gegönnt habe und sehr überzeugt bin von diesen Schiffen. Also das Manöverrad gefällt mir unglaublich gut. Aber ich glaube nicht, dass ich damit aufs Turnier gehe. Nee, also ich bin noch überlegen. Also ich habe so Imps, ja, Teilschwarm-mäßig irgendwie was. Aber da muss ich noch rausfinden, was ich dann gegen Sachen wie Krabben mache. Ja. Scum gucke ich so, habe ich halt auch ein paar Auswahl-Lieblinge, aber ich weiß nicht, was ich dazu spiele. Also so Guri ist bei mir gesetzt und dann, was spiele ich dazu? Alles, was ich dazu spiele, stirbt. Ich bin so, ich verliere gerade. Und Guri so, hallala. Ja, ich mache alles. Gewonnen. Was? Naja, also ja. Guckt euch Guri an, ich verrate aber nicht meine Kombination, das wäre doof. Nein, und auch die Überraschungs- die kommt leider erst in. Welle 8 ist leider nach unserer Star Championship, deshalb habt ihr Glück gehabt, hey. Schade. Alle, die mit bei uns auf der Championship sind. Ihr könnt euch freuen, dass nicht das kommt, was erst geplant war, wahrscheinlich. Ja, wir machen es noch vager und jetzt hat keiner mehr eine Ahnung, worum es überhaupt geht. Deshalb beenden wir das einfach jetzt an der Stelle. Wir haben ein Epic-Spiel gehabt, es war witzig, lustig. Wir haben uns teilweise beömmelt über Nonsens. Man beömmelt sich immer über Nonsens. Bob. Ja, Gozanti, das Erweiterungspaket ist super. Schöne viele Upgrade-Karten. Agent Colors zum Beispiel ist auch, der wird ja schon, also der springt einem ins Auge, dass der einfach effizient ist. Ja. Man sucht nur nach dem Schiff. Ich finde eigentlich nur Phantom und Firespray sind relevant. Würden wir auf der Firespray mal ausprobieren? Die ganz kleine, einfach. Firespray, Bounty Hunter, 33 Punkte, Colors, 5 Punkte. Plus Tyson. Genau. Vielleicht noch ein bisschen Punkte und zwei Defender, so wie DC 2 Defender, so ähnlich. Das ja, gut funktioniert. Also, falls wir mehr ausrüsten. Naja, auf jeden Fall beenden wir es hier. Genau. Lang genug geschwafelt. hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und wir nerven euch nicht zu sehr mit unserem Nonsensgerede. Dann mal wieder X-Wing. Wir zocken auf der Mesa mal wieder ein bisschen öfter X-Wing. Mal gucken. Wir hatten auch mal grob
überlegt, 2 gegen 2 mal irgendwie zu spielen. Ja, es steht nicht in den Startlöchern, es ist noch in der Ideenfabrik. Das ist in der Ideenfabrik, aber mal gucken. Also wie gesagt, wir spielen weiter X-Wing, wir haben weiter Bock, werden auch demnächst mal wieder ein bisschen 100 Punkte Dogfights machen, verschiedene Sachen ausprobieren. Also freut euch auf mehr X-Wing, ansonsten währenddessen War Machine und mögliche andere Projekte. Mögliche andere Projekte. Ja, ich zähle jetzt nicht auf, weil es wird nur frustrierend, weil ich nicht hinterherkomme. Nein. Also, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.